Durch viele Welten ist er mit euch schon gegangen. Viele Welten hat er mit euch schon bereist. Viel Lachen auch über ihn. Viel Wein und viel Freude verbreitet. Doch nun bricht ein neues Zeitalter an. Ein Zeitalter, das mit Wirklichkeit beginnt. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zappel. Hallo zusammen, schön seid ihr wieder mal mit dabei, hier auf unserem Kanal. Mein Name ist Rolls und ich möchte euch heute nicht ein Let's Play von Subnautica bringen, sondern mal auf ein etwas ganz anderes. Etwas ganz anderes in eine ganz andere Richtung, denn ich habe euch was zu erzählen. Ja, dir auch. Genau, du musst nicht weglaufen, nee, nicht wegschalten. Ich mach nicht allzu lang. Und es ist von kanalweitem Interesse. Ja, ich würde sagen, holt euch einen Stuhl, setzt euch am Boden, macht euch bequem. Und dann, wenn ihr soweit seid, erzähle ich euch eine kleine Geschichte. Ich mag mich noch relativ gut daran erinnern, es war ungefähr vor, ja, etwas mehr als 2 Jahren, damals noch auf meinem alten Streaming-Kanal von Twitch, den es übrigens nicht mehr gibt, also Leute nicht mehr danach suchen. Ich komme dann noch drauf, nicht in diese Folge. Ja, nicht jetzt, aber später. Ich werde dann noch was dazu sagen. Ein anderes Mal, aber heute geht es um was ganz anderes. Ja, vor ungefähr 2 Jahren habe ich damals angekündigt, so, und Bones sucht sich jetzt für sich und für euch eine neue Wohnung. Es muss was ändern. Damals im Sommer, Hochsommer, hier drin gefühlte 63 Milliarden Grad. Ne, also es löste sich schon die nicht vorhandene Tapete von den Wänden und wir hatten wirklich leichte Schweißausbrüche bis zu Mittelmeerstufen in den Schuhen, stand generell das Wasser in anderen Orten auch. Erschwerend dazu kam, dass vor dem Haus damals ein Umbau stattfand und sie die komplette Straße aufgerissen haben. Das habe ich ja zwischendurch, habt ihr das sicher auch gehört, ich hatte damals schon den Großmembraner. Ja, da wurde gehämmert, gebohrt und weiß ich nicht was. Die hatten wirklich fast ein Jahr lang hatten die Straße aufgerissen, ist Berndeutsch, ne? Nur gute. Kurz zur Information, ne? Schweizerdeutsch, Berndeutsch. Danach ist eine lange Zeit rumgegangen. Ich konnte nicht viele Aufnahmen machen. Ich konnte es nicht kompensieren. Auch wenn ich es wollte, am Wochenende war der Tumult von der jüngeren Generation. Die was zu feiern hatten, da war alles mit dabei. Ja, und jetzt in diesem Jahr, es hat im November letzten Jahres angefangen, machte ich mich plötzlich rar. Das hat mitunter den Grund, dass meine Verwaltung hier eine, sagen wir mal, ein Umbau des nun, und das meine ich wirklich, ca. 300 Jahre alten Gebäudes gemacht hat und wirklich komplett Sanierung. Die haben Wände rausgerissen, die haben Böden neu verlegt, die haben teilweise komplette Wohnungen entkernt hier. Meine war auf neuem Standard, blieb das verschont, aber natürlich vom Lärm blieb ich nicht verschont.
Daneben wurden neue Leitungen reingezogen. Wir hatten ja immer noch alte Baumwollummantelungen bei den Stromleitungen. Uralte Kupferleitungen, da brauchst du ein Abschleppseil für auf Twitch was rauszubringen. Nee, ich hatte eine Stunde nur schon Verbindungsaufbau zu YouTube. Ja, kannst du mal sehen, ne? Und du hast dich beklagt, ich käme zu selten lieber auf YouTube. Na, siehste, Kunststück. Wenn der Internetverkehr langsamer ist als die Postkutsche. Ne, nur das nebenbei. So, was ist jetzt? Der Umbau ist immer noch im Gang. Also Fenster, Türen, Wohnungen, ganze Wohnmodule, die sie ausgerufen haben. Ein Riesentumult. Ja, da wurde mit dem Bohrer in ein Brett gesägt. Da wurde mit einer Stichsäge in Beton gebohrt. Umgekehrt. Aber du weißt schon, was ich meine. Also wirklich der schönste Lehm. Und am Abend, was live zur Realität gehört, seit 3 Jahren wird es in dieser Gegend der Schweiz immer schlimmer. Am Abend hatten wir den Tumult vor dem Haus. Also ich hatte keine Möglichkeit mehr, irgendwie Aufnahmen zu machen. Heute ist ausnahmsweise mal ein etwas ruhigerer Abend. Das ging von Leuten, die es Spaß gemacht hatten, die es Spaß gemacht hat, an Autos durchzulaufen und jegliche Außenspiegel wegzuschlagen. Ja, was war beim Hauseingang, wo ich hier wohne, wurde in den, Entschuldigung mein Ausdruck, in den Eingang gekackt. Ne, also all das Schöne, ich kam mir vor wie im Ghetto und musste sagen, ne, jetzt wirklich, es reicht. War aber schon damals fast ein Jahr auf der Suche nach einer Wohnung. Ja, und hier stehe ich vor euch, mit euch. Und jetzt Leute, wirklich setzt euch hin. Es ist schwer zu verkraften, ich weiß. Ich lasse euch auch einen Moment. Ja, ich lasse euch einen Moment, lasst es sacken. Fasst euch, sammelt euch, diese Botschaft wird nicht einfach sein. So, das reicht. Also, kurze Antwort, großer Sinn. Wir stehen vor dem Ende. Leute, wir stehen vor dem Ende. Hier ist Schluss. Dies ist nun der letzte Abend. Vor dem Ende. Noch eine Nacht. Dann ist Schluss. Ja, nee, nicht mit dem Kanal. Auch nicht mit Sir Bones. Nee. Mach ich seit über 5 Jahren. Also, ich hab Spaß dran. Und ich hoffe, ihr auch. Und empfehlt mich weiter. Und ja, das Ganze drum und dran. Mit Glocke klicken, schauen, ob Abo noch aktiv ist. Und. Hä? Ja, sicher. Aber hier ist das Ende. Leute, ich stehe hier vor euch und nehme euch mit auf die letzte Reise in der alten Wohnung. Ne? Oder was habt ihr gedacht? Dieser Abend ist der letzte Abend, wo ich noch hier am alten Ort in der alten 1,5-Zimmer-Wohnung wohne. Es sind noch 2-3 kleine Gegenstände da, die ich bis morgen noch brauche. Sind noch die großen Möbel da, die werden morgen früh geholt. Und dann geht's los. Also der Ende des Beginns. Und wie schon ein berühmter, ich glaube Jakar hieß er, gesagt hat, it's just the beginning. Sind wir an diesem Punkt angelangt und ich führe euch jetzt mal noch kurz, ich habe es euch damals versprochen, ich halte mein Versprechen, ich führe euch noch kurz hier durch die Wohnung, ich habe gesagt, ich zeige euch die Wohnung, wenn ich eine neue habe, ich führe euch jetzt hier am letzten Abend noch durch die Wohnung,
mach morgen früh, wenn es hell ist, jetzt haben wir nach 21 Uhr schon, mache ich noch einige Fotos mit Tageslicht, dann könnt ihr die Hölle auf Erden auch noch bewundern, wie sie im Tageslicht erstreckt wird. Und ja, ich komme sicher noch einmal kurz zur Sprache, aber wir machen jetzt mal kurz die Tour zusammen. Ich werde im Hintergrund aus dem Off noch ein, zwei Sätze sprechen. Der Großmembraner ist weg und die gute Kamera auch. Also, nee, geht nicht. Muss mich in dieser Qualität ertragen und wobei, bei diesem Antlitz ist das nicht schwer, ne? Und wir zwei werden noch zusammen sprechen, weil ich hab's gehört, ne? Ja, du weißt schon, was ich meine, ne? Ja, Kamera kommt ab, übrigens wird fleißiger zum Einsatz kommen, vielleicht nicht gleich von Beginn an in der neuen Wohnung, aber wir werden sehen. Da wird sich noch das ein oder andere geben. Auch die Internetleitung ist schneller. Es werden Livestreams folgen. Ich freue mich. Ja, auf jeden Fall jetzt mal zur Besichtigung. Danke fürs Dranbleiben und bis nachhin. Tschüss. Ach, nun die Begehung des Wastelands. Ah, Chlorrolle im Bild. Nee, ist schön. Nee. Ja, Leute. Wir fangen mal an. Das ist ein Teil, warum es schon fast unmöglich war zu lüften. Das sind die einzigen Fenster. Ja. Die kleine Begehung, nur so für YouTube zu beruhigen. Nein, es stehen hier noch einige Gegenstände rum von Markenqualität. Ich kann das nicht alles wegräumen oder verunkenntlich machen. Dies ist keine Dauerwerbesendung und auch keine Dauernörgelsendung. Bei uns macht das jetzt mal einfach. So, soll keine Werbung sein, ne? Ja, wir stehen hier vor meinem Esstisch. Den nehme ich gefühlte 12 Milliarden Jahre schon hin. Schleppe ich den mit den Stühlen mit rum. Dann haben wir wirklich viel Platz ist hier. Wie ihr seht, das hier auf dieser Seite im Zentrum des Bildes ist die Filmstation, da habe ich das Video aufgenommen. Wenn wir mal einen Schritt zwei auf die Seite gehen, sehen wir auch besser. Ja, oh, ja, das Bett, ne? Gehört dazu, Furzmulde gehört dazu, ne? Musste ich ja auch irgendwo hinschmeißen. Nur alter Armee-Rucksack liegt auch noch im Zeug rum und natürlich die Motorradkollektion und Modem. So, jetzt kommen wir zum Hauptteil. Natürlich hier hinten geht es in die Küche, die zeige ich euch nicht. Da ist eine kleine Einbauküche drin und eine Toilette ist da auch noch. Ein Scheißhaus braucht jeder. Und dies hier ist so. Das Geknarze ist normal. Leute, ich fall nicht durch den Boden. Dies hier ist die Station, in der ich für so viele Jahre für euch Videos gedreht habe. Ein kleines Sofa ist hier. Und hier, wo jetzt der Laptop, der Klappschrott steht, ach, mein treuer Begleiter. Der begleitet mich jetzt schon fast das siebte Jahr. Ist übrigens auch die Konsole, die ich benutzt habe, für im Livestream die Chats zu managen und alles. Also ja, ist der Kontrollmonitor. Der hat schon einiges mitgemacht. Läuft aber noch wie am ersten Tag, habe ich selbst aufgerüstet. Ja, hier, wo der Klappschrott steht, wäre normalerweise meine Tastatur und hier am Boden sitze ich. Ne? Da der große Bildschirm. Ja, und hier knüllt sich Bones tagtäglich zusammen. Mir blieb nichts anderes übrig, auf dem Sofa zu hocken, das wird mühselig und hier unten ist es noch schöner. Ja, das hier ist auch so ein Sammlerstück, das ich auf diesem zocke ich generell. Ja, das wäre die Wohnung von Sir Bones, wie sie bis anhin gegolten hat.
Ich hoffe, ihr seht ein, wieso, dass ich zum Teil nur kurze Livestreams gemacht habe, wenn ihr das Ghetto seht. Die Decke am Boden, dort platziere ich meinen Gluteus Maximus, um zu spielen. Unterdessen, ja, hat es schon fast Kniescheibenvorfälle gegeben und Knievorfälle, also es ist wirklich kein Zuckerschlecken. Das wird sich jetzt alles ändern. Und ja, das wäre die Raumtour aus der alten Wohnung für eine Zeit war das hier ein Zuhause. Und vor einigen Jahren war es das nicht mehr. Und jetzt ist es das nicht mehr. So, dann würde ich sagen, wieder ins Aufnahmestudio. Danke fürs Interesse. Bis dann. Ja, das war die kleine Tour hier durch das Wasteland. Ich hoffe, es hat euch mal so gefallen zu sehen, wie war es bis anhin. Ich habe ja noch die 2-3 Bilder eingeschmuggelt und es wird dann auch noch etwas Kleines folgen von der neuen Wohnung. Wenn ihr dieses Video seht, wird alles schon eingerichtet sein. Ich habe einen Sendeplan aufgestellt, die Veränderungen, die auch den Kanal betreffen, gemacht. Und dann geht's los. Dann fangen wir an, ja? Nee, dann ist wirklich, also, dann komme ich gerne wieder bei euch über die mobilen oder stationären Geräte und erfreue euch mit Videos. Ja, soweit bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer ein wirklich ernst gemeintes Dankeschön an euch, meine Zuschauer. Ich hoffe, dass es euch bis jetzt, bis anhin gefallen hat und es auch in ferner Zukunft euch gefällt, was ich für euch produziere. Wichtig ist, und das ist dem YouTube-Filter geschuldet, klickt auf die Glocke, klickt auf Abonnieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, oder überprüft in euren Abonnements, ob ich noch bei euch drin bin, denn YouTube hat so das Gefühl, euch zu sagen, was ihr im Abo drin haben dürft oder nicht. Schreibt mir was in die Kommentare und ja, wir werden uns ganz sicher sehen, was das alles heißt für den Kanal, Sir Bones, und was das alles heißt für euch als Zuschauer, welche Veränderung das geben wird, in welche Richtung das es neu auch gehen wird. Ich verrate noch nichts. Ihr auch nicht? Ne? Schön. Ja, in diesem Falle, danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann und tschüss. Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bones ist umgezogen. Ja, das hier ist jetzt nur noch eine kleine, ja, wie soll ich sagen, ein kleines, wo wird Bones ab heute aufnehmen? Ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund, das Nas ist am Rattern. Und ja, es ist noch nicht alles fertig eingerichtet und ich bin schon am Aufnahmen machen für, ja, auch für dich, natürlich auch dich in der hinteren Reihe werde ich gerne wieder mit illustren und schönen Let's Plays beglücken. Ja, wie ihr merkt vielleicht, es ist früh am Morgen, Bones sabelt wieder mal Quatsch und ja, ich bin etwas mehr als 14 Tage hier habe eingerichtet. Soweit möglich natürlich auch. Und ja, zeige euch jetzt mal ganz kurz, was da alles passiert ist. Bis gleich. Wir haben hier das Herzstück eines Aufnahmestudios. Ja, momentan mein Frühstückstisch, also mein alter Frühstückstisch. Die Wohnung ist nicht allzu groß. Aber sie reicht. Es ist wunderbar. Endlich. Ja.
Ich muss etwas aufpassen, dass ich nicht aus den Fenstern ziele, wegen Eigentumsrechte und ja. Hier ist das Aufnahmestudio schön durchgewühlt, wie man sich's kennt, und das ist auch der Grund, wieso es halt, liebe Freunde. Könnt ihr euch vorstellen, wie das halt, wenn ich aufnehme? Ja, ich versuche es zu vertuschen. Dort hinten seht ihr ein Spitzchen der Dusche. Und hier ist ein NAS installiert. Wir haben hier meine zu Kühlungszwecken offenen PC-Hälfte. Da wird sich auch noch einiges ändern. Eine schöne Lümmelecke mit. Ah, natürlich, ne? Ja, keine Werbesendung. Könnt euch vergrüßen, Leute. So. Weiteres zeige ich euch nicht, das ist privat, aber ich würde meinen, wie das ihr seht, wo Bones die Aufnahmen macht, reicht das schon, ne? So, wieder zurück. Das war eine kleine Rundtour. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, hinter dem ganzen Channel kommt noch ein Greenscreen. Da kommen noch etliche Möbel dazu. Da kommt noch etwas dazu, das den Schall etwas dämpft. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Let's Play. Leute, ich freue mich auf euch. Und ich freue mich auch auf die schönen neuen Let's Plays. Das erste ist jetzt gleich hier in der Mache. Wie gesagt, ich erkläre alles im ersten Let's Play. Wir fangen an mit einem Klassiker. Nee. Ja, schön. Mehr verrate ich nicht. Schaut rein, Leute. Danke vielmals fürs Zusehen. Danke vielmals, dass ihr unseren Kanal zu dem macht, was er ist. Eine sehr gute Community. Empfehlt mich weiter, drückt die Glocke, klickt ein Abo, macht einen Kommentar, Daumen nach oben, Daumen nach unten. Und los geht's. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Euer Servant. Und so schließt sich ein Kreis. Ein Kreis, der beginnt und der endet. Und in einen neuen Kreis mündet. Wie jedes Let's Play, das irgendeinmal hört. Und ein neues beginnt. Danke fürs Zusehen.